Moin Gulasch Günther! Was bist du denn, du Klöten-Hannes? Wo kommst du denn her? Ich hatte gerade Aerobic-Tanzgruppe in Timbuktu auf Unterhosen Twist. Und das habe ich mitgemacht. Ich komme von der Werft! Nee. Was ist das denn? Wie ein Mogername? Mir fliegt gleich ein halben Kilo Hackfleisch aus dem Gesicht. Wieso wird er umgebracht? Das weiß ich doch nicht. Du bist doch da, das kannst du doch mitnehmen. Das hat hier jemand abgestellt. Dann wie bist du hier hochgekommen? Ich war schon oben. Ja, das hast du ja jetzt, wo du da oben stehst zu filmen. Hast du doch gesehen. Ich bin seit 8 Stunden hier. Ja, und warum sieht man sowas nicht? Hast du den Blödsinn? Weil ich oben saß. Ja, du sitzt immer oben. Jetzt läufst du auch dran vorbei. Ja, interessiert mich doch nicht. Hab ich das da hingestellt oder was? Guck, von der Arbeit. Ich hab 8 Stunden Arbeit hinter mir. Das war auch kein Zuckerlecken. Willst du mich verarschen oder was? Stehen da 800 Kartons und mir soll die hochschleppen oder was? Halbes Kilo Hackfleisch fliegt mir aus dem Gesicht, wenn ich sowas sehe. Warum bist du so schlecht drauf? Ich bin nicht schlecht drauf. Du bölkst dir doch wieder rum wie so ein Ding. Ja, wenn ich das aber sehe, Wicke. Was soll ich denn dagegen machen? Aha, warte. Der liebe Herr, liebe Gott. Ja, der liebe Gott, der da oben wohnt, der hat dir 2 gesunde Hände, 2 gesunde Beine. Spuck dir ins Auge und blende dich. Das ist eine Treppe, da nimmt man Stufe für Stufe. Geht mal nach unten. Pack die Kartons an, stapp mal wieder hoch, bring die rein. Wieso machst du das nicht? Mit dir diskriminieren, ne? Das bringt eh so nichts. Das ist genauso, wenn ich ein Elefantenlied vorsinge und er muss mir das nachsingen. Bringt auch nichts. Oder er steht mit dem Rüssel da. Kann sein, dass sie schwer sind. Sehen zumindest von hier oben so aus. Da steht Vorsicht Glas drauf. Immer aus den Oberschenkel drücken, Udo. So. Frag mich doch. So. Jetzt reicht's. Frag mich doch einfach, ob ich dir helfe. Kannst du mir helfen? Bitte. Bitte. Jetzt im ganzen Satz. Lieber Herr Wilke Zieren, würden Sie mich mit anpacken helfen, bitte? Würden Sie mich mit anpacken helfen, bitte? Ja, bitte. Pack jetzt mit an, sonst schmeiß ich dich gleich quer durchs Dorf. So. Das ist ja wirklich leicht, Muffi. Ja. Vorsicht Glas, darf ich das fallen lassen? Nee, wenn da Vorsicht Glas draufsteht, dann heißt das Glas. Dann ist das gleich Bruchglas. Mhm. Das ist nicht dein Ernst, ne? Wollen wir jetzt die Pakete auspacken? Nee, mir hat jetzt keine Zeit für Pakete auspacken. Mir muss Platz werden. Schild muss aufgestellt werden. Warte, das hat ganz halt geregnet. Einen ganzen Tag. Seit heute Morgen. Und guck da mal rüber. Alles unter Wasser. Und du willst es spielen oder was? Trainieren lassen? Natürlich. Wir werden uns umbenennen. Wasserclub Sochstenfelde. Das ist ein geiler Name, ist das. Da spielen wir hier nur noch Wasserball. Irgendwann, aber nicht heute. Irgendwann explodiere ich hier und dann machst du's. Ich darf immer den Platz sperren. Ja. Mal gut, dass ich das Schild hier vorne liegen lassen habe. Du weißt nicht, ne? Dass ich das Schild hier liegen lassen habe, ne? Nee. Liegt ja zwischen den Bannen. Mir ist ja in den letzten Jahren schlauer geworden. Das ist wirklich eine Weiterentwicklung, dass du das innerhalb von 4 Jahren gemerkt hast. Ja, ich habe das Schild dazwischen gesteckt, dann brauche ich da hinten nicht immer ganz hinlaufen. Hast du denn noch einen Hammer hier? Nee, das drücke ich so weg. Hier willst du jetzt trainieren, du Haiopai. Ich will nicht trainieren. Ja, also. Was machst du denn da? Die ganze Konstruktion kannst du hier auseinanderdrücken. Ja, die habe ich gerade. Die ist kaputt. Die ist raus. Hier, Schraube abgebrochen. Wieder neu machen. Ich drehe hier nochmal durch. Wieder alles kaputt. Hier. Was denn? Ja. Da im Runter. Da. Das müssen wir ja auch noch reparieren. Ja. Da kommt eine neue Schraube rein. Wie wollen wir das denn alles machen? Also. Wilke, das ist 10 Sekunden, dann ist die Schraube in die Dübel drin und dann ist es fertig. Du musst das Schild andersrum drehen. Oder willst du den Platz für die Vögel sperren? Nee. So. Hinweisschild befruchten mit Udo mit System. Nee, mit System befruchten mit Udo. Ich befruchte dich gleich. Aber dann kannst du sowas von hingucken, dann befruchte ich dich. Neandertaler. Vor 30.000 Jahren sind sie ausgestorben. Glaub, dass du das Ding ist 2 Wochen alt, Udo. Ja, und das ist, er hat mir extra gesagt, da kann ich mit einem Hammer draufschlagen. Der dann du nimmst einen Stein. Ja, aber mit einem Hammer oder einem Stein, das wird genau dieselbe Funktion machen wie ein Hammer. Das nämlich runterhauen irgendwann. So, hast du Kaffee fertig, können wir Kaffee trinken. So, ist Montagnachmittag, heute können wir nicht, will ich nicht viel machen. Ganze Zeit am Regnen. Regnet doch gar nicht. Fängt aber jetzt gleich wieder an, guck mal, wie schwarz der Himmel ist. Regnet doch gar nicht. Es regnet gleich. Es regnet aber jetzt nicht. Warte, ich habe einen Tropfen abgekriegt. So, und morgen. Das war deine feuchte Aussprache. Ich feuchte dich. Ich gleich feuchte dich ein. So, pass auf, wir gehen morgen Nachmittag, wenn ich dann von Arbeit komme, machen wir den Winkel fertig. Die Tore.
Von den Toren. Ja, du sagst die Winkel fertig. Wilke, du weißt, was ich meine. Da haben wir jetzt stundenlang drüber geredet. Weil du nämlich zu mir gesagt hast, du, Harald hat mir erzählt, wir haben hier noch Winkel hängen. Das hast du mir erzählt. Hab ich das erzählt? Ja. Ja gut, dann hat Harald mir das erzählt. Und dann habe ich dir das erzählt. Und Harald hat mir das erzählt und ich habe dir das erzählt. So, und jetzt ist gut. Montag, sag ich schon, morgen gehen wir dabei und dann werden wir eben die Winkel austauschen. So, und jetzt hast du Kaffee fertig. Das war meine nächste Frage. Und was ist mit der Bande? Wann machen wir die Bande fertig? Auch morgen im Schnell. Da wird eine Schraube rein, zack, fertig. Das regnet ja immer noch nicht. Das regnet gleich. Aber es regnet jetzt nicht. Ich möchte jetzt erst einen Kaffee trinken. Du hältst mir jetzt nicht auf von Kaffee trinken. Ich will hoffen, dass du jetzt einen frischen Kaffee gemacht hast, sonst ist passiert gleich hier noch was. Wo willst du denn so schnell jetzt hin? Ja, wo muss ich wohl hin? Ich glaube, wir trinken noch einen Kaffee, Udo. Nee. Und die Romantik ist jetzt auch langsam vorbei. Ja, die mehr Kaffee trinkst du mit mir. Mir hat schon jetzt wieder Druck unterm Arsch. Mir hat Jugendobmann geschrieben. Wer? Jugendobmann. Jochen. Jochen hat geschrieben. Der liebe Jochen. Ja, der liebe Jochen. Wieder ganz kurzfristig. Heute Abend spielt eine C-Junge um 18 Uhr. Ich soll Platz fertig machen. Lass den doch gesperrt, den Platz. Nee, der ist doch jetzt trocken. Da kann doch gespielt werden. Dann musst du holen oder was? Die Jugend muss auch noch spielen. Wann sollen die Spieler das stattfinden lassen? Die muss ich ganz ehrlich sagen, so doof wie dir ist keiner hier. Sonne scheint und du willst Platz sperren, oder was? Du? Nee, du hast doch jetzt gerade davon geredet. Jugendtrainer jagen mir mit Fackeln und Torke aus dem Dorf, wenn ich bei der Sonnenschein Platz sperre. Und dann sagst du, das braucht nicht gespielt werden. Hey Gott, nochmal, du bist auch einer, der die Gedanken so durcheinander bringt, wie jemand nicht, der nicht kann. Udo! Nee, Wilke, das ist nicht. Ich dachte, wir wollen die Torwinkel reparieren. Was? Wir wollten doch die Torwinkel. Ja, das muss ich nachher machen. Jetzt muss ich. Aber wie soll die Jugend denn auf kaputte Torwinkel schießen? Nee, dann würde ich den notdürftig verpflastern. Hä? Ja, dann würde ich den zusammen. Du willst das Tor zupflastern oder was? Nee, damit wir keine Gegentore kriegen. Leute, lass mich doch mal aussprechen. Dann würde ich den Winkel zusammensetzen. Wie heißt noch? Stabiles. Seitenlage? Nee, Klebeband! Drum zumachen, der dann erstmal hält. Und dann würde ich das morgen machen. Würdest? Ja, wenn Wetter spielt. Geh mir jetzt nicht auf den Arsch oder warte, ich hab so einen Druck unterm Arsch, dass ich den Platz abkarten muss. Udo. Was willst du? Du musst das Schild da wieder wegnehmen, der Sportplatz ist gesperrt. Ich trinke einen Kaffee und komm gleich dazu. Ja, dann soll Wieso nimmst du das Schild denn jetzt mit da hinten hin? Du hast doch immer gesagt, du legst das hier hin, da bist du schlauer als alle anderen. Lieber Gott, was hat mir getan? Das hat mir Elefanten-Günther so das Leben gemacht. Elefanten-Günther. Ja, guck dich doch mal an. Das ist jetzt kein Mobbing oder was. Aber guck dich mal an. Du bist ein schlanker, süßer Typ, echt. Udo. Wenn wir noch 30 Jahre jünger wären, würde ich sagen, Wilke, wollen wir mal essen gehen? Aber du bezahlst, ich vergesse mein Portemonnaie. Ja, das war mir klar, dass ich das bezahle. Und das ist ja nicht so, wenn ich dich einlade, ja, dann bezahle ich. Lädst du mich ein, dann bezahlst du, weil du mich hier eingeladen hast. Und wie ist das denn echt, wenn ich dich einlade? Ja, dann muss ich bezahlen, weil du dein Portemonnaie vergessen hast. Ich würde mich beeilen, Udo. Wenn der liebe Jochen kommt und sieht, dass hier nichts vorbereitet ist und du weißt, Jochen ist seit 1974 im Verein und für die Jugend zuständig, der dreht dir deine ollen Segelohren auf links. Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt schon Angst. Ich habe ihn ja geschrieben, ich mache den Trainingsplan. Ja, beeil dich jetzt, Udo. Ich komme gleich dazu. Ja. Im Kaffee trinken. Ja, wenn sauberer Kaffee. Udo! Bitte! Udo! Bitte! Ich habe einfach lange deinen Namen nicht mehr gerufen. Nee. Udo! Udo, aus dem Wald. Du hast ja doch gute Laune. Ja, hab ich auch. Weil da wieder Regen gibt. Also hast du wenig gute Laune? Ja, gute Laune, ja. Dann behalt die für 2-3 Minuten. Ich komm gleich und versause dir wieder. Ja, Nick Adoni, das, was sitzt du denn hier? Du bist auch wie so ein kleiner Frosch, der hier umherhüpft, ja, ne? Ja, irgendwas kann jeder. Was machst du schon wieder, Harald? Ja, ich mach jetzt gerade aus Wechselstunden Gleichstrom. Spannung. Du bist ja komischerweise, du springst von einer Baustelle zur nächsten hier. Nee, du warst auch heute Vormittag noch da vorne. Nee. Da war ich. Molten Hilfried. Da oben. Machst du, guck mal links. Nee, pass auf, ich habe jetzt eine Frage. Hat ein Zuschauer geschrieben. Letzte Woche hast du doch da vorne am Stromkasten gearbeitet. Ja. Da war doch der Strom weg. Ja. War weg, ne? Ja. Dann schrieb einer in den Kommentaren, wie kann das denn? Udo saß in der Garage und der Akku von einem Ladegerät war am Leuchten. Haben wir hier verschiedene Stromleitungen oder so? Ja, dann muss man mal auf die Uhr gucken, wer das gesehen hat. Also wir waren ja nur eine halbe Stunde weg. Also kann das sein, dass wir noch gearbeitet haben und der Strom wieder da war? Ja, ihr und gearbeitet,
Schon grenzwertig. Warum ist das? Alles gut. Nein, ja, aber der Strom war wirklich nur eine halbe Stunde weg. Ach so, wir dachten, er wäre länger weg. Aber wir haben auch nicht geguckt. Die haben mich weggemacht. Harald hatte eine neue Lampe angebracht. Ach so, guckst du. Ui, was machst du denn da? Fotosynthese, Wilfried? Nix. Warum hältst du die Hand vom Mund? Hast du wieder neue Zähne gekriegt? Nee, die fahren gleich raus. Udo! Was ist? Mach Spaß? Ja, siehst du ja. Udo, ja. Kannst du mir noch mal erklären, wie das Ding funktioniert? Das hab ich dir doch schon tausendmal erklärt. Soll ich dir das nochmal tausendmal erklären? Was? Mir macht schon der Junge auch mein Leben schwer, weil ich Druck unter dem Arsch habe, weil keine Linie nachher fertig ist. Und ja, aber du kannst das Gerät doch erklären. Farbe, Düse, da, Saugdüse, Knopfdruck, losfahren. Wo ist die Klingel? Beke, ich hab keine. Ja, aber angenommen, hier trainiert gerade eine Jugendmannschaft. Ja, was soll oder ich? Oder da steht ein Pferd im Weg. Ja, und dann? Ja, aber jetzt klingelt das Ding, das Pferd weg oder die Jugendmannschaft? Hast du einen an der Waffel oder was? Die sehen doch, dass ich da ankomme. Oder meinst du, dass ein Pferd auf eine Klingel hört? Hast du schon mal geklingelt, wenn ein Pferd im Weg steht? Nö, ich hab nur mal ein Pferd Hallo Pferd gesagt, mehr nicht. Also wollen wir es noch mal kurz erklären, wie das Ding funktioniert? Ja. Guck mal. Warum hat der so eine Kurbel da hinten eigentlich? Nee, den kannst du abnehmen, den habe ich da nur angehängt. Das ist dann, wenn du jetzt, wenn 16er nicht mehr siehst oder Außenlinie, mir kann nicht festsetzen vorne, drüber ziehen. Also, markierst du das dann? Quasi? Richtig, da fahre ich über den Schnur. Weil mit der Schnur kann man gerade legen. Gerades Ergebnis erzielen, um die Flächen ja, auszurechnen. Ja, willst du mir jetzt nochmal was erklären? Darf ich jetzt weiterfahren? Möchtest du den Zuschauern kurz erklären, dass du den Wagen neu bekommen hast, aber den orangenen? Wer von den Zuschauern erinnert sich an den orangenen Farbwagen? Bitte in die Kommentare schreiben, dass du den kaputt gemacht hast. Ja. Jetzt hast du mich wieder erwischt. Jetzt muss ich wieder eine Erklärung suchen. Also aber ehrlich, da habe ich vorher mit Harald drüber gesprochen. Ja, den hat Harald mal mitgenommen. Den wollte er wieder Heilemann. Aber der hat... Heilemann nicht. Die Rolle... lass mich bitte, bevor du wieder anfängst zu lachen. Die Rolle, die in der Mitte saß, hat die... Sag doch einfach, du hast ihn kaputt gemacht. Nee, der war nicht kaputt. Natürlich nicht. Die Rolle, die in der Mitte saß... Jetzt muss ich eine gute Erklärung haben. Ich frage Harald gleich, ne? Aber hier wird ja alles kaputt gemacht. Und dann wird das nicht gesagt. Das sehe ich dann durch Zufall, wenn ich Linien ziehe oder was. Was ist denn mit dem Winkel los? Wollen wir kurz gucken, dass es kaputt ist? Ja, komm her. Ich dachte, du musst Linien ziehen. Ich wollte dich einfach nur ablenken. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Komm, wir gucken uns das kurz an. Ja, guck. Und was ist, wenn Jochen gleich kommt und dir das Tor anguckst dabei? Ja, dann habe ich Arschkarte. Ich muss jetzt gleich ganz schnell das Tor wechseln. Den Winkel wechseln. So, hier kann man erkennen, hier muss Platz von Udo wieder was Großes leisten. Der ist komplett abgebrochen hier. Satan, was ist da denn passiert? Name steht nicht dabei. Name steht auch nicht dabei, wer es gemacht hat. Ist kaputt. Aber wie ist das passiert? Wie passiert war das? War ich auch nicht dabei. Warst du dabei? Nein, ja, würde ich dich doch nicht fragen. Ja, kann man das erklären? Ich sag ja, ich bin bange, die haben wirklich endlich mal das Tor getroffen. Nach Jahren. Und da haben sie den Winkel gleich mit kaputt geschossen. Da gibt es garantiert dafür. Das war einer mit so einem harten Schuss, der seit 20 Jahren das Tor nicht mehr getroffen hat. Und hat dann auf so den Winkel, hat vielleicht auch noch eine Pirouette da in der Mitte gedreht, weil er den Winkel auseinandergeschossen hat. Da gebe ich dir Brief und Siegel. Ich frag doch noch mal bei den ersten Herren nach, bei den zweiten Herren, wer den auseinandergeschossen hat. Aber der ist ja richtig kaputt. Ja, nee. Richtig, ja, richtig. Aber es kann auch sein, dass Kinder hochgeklettert sind, in den Winkel sich gehängt haben und rausgebrochen haben. Das kann aber auch sein. Was würdest du machen, wenn du die Kinder dabei sehen würdest? Dann würde ich denen aber Bescheid sagen. Und dann würde ich sagen, wenn der kaputt ist, würde ich ihm sagen, wie heißt du? Rufe ich deine Eltern an und die müssen dafür aufkommen. Das kann nicht sein. Wir müssen doch endlich mal auf eine Sportanlage. Das wird gehegt und gepflegt. Dann muss doch ich erinnere mich gerade an eine Aktion. Wirklich wahr. Der größte Ausraster von dir aller Zeiten, und ich hatte die Kamera nicht an, ist, wenn ich da hinten zum Ball gucke, da, wir hatten die Kamera nicht an. Was ist da passiert? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da ist mal einer, während wir hier auf dem Platz waren, mit einer Crossmaschine über den Ball gesprungen. Da ja. Bist du so durchgedreht. Ja, ich bin hinterher gelaufen und dann sagte er zu mir, oh scheiße, ich hab dich gar nicht gesehen, dass du da bist. Du bist, Alter, bist du durchgedreht. Der ist da hinten über die Wallecke mit dem Motorrad drüber ja, gefahren. Ja, er kam von da und dann hab ich, er wollte darüber und da wollte er um den Platz und da bin ich. Und ich war lauter wie die Crossmaschine und dann habe ich ihm Lack gegeben. Ich sag, was machst du hier? Ich sag, das ist ein Fußballplatz, das ist keine Crossbahn oder was. Ja, ich wollte das eben ausprobieren, weil meine Maschine so lange kaputt war. Ja. So, ja. Jetzt merkt ihr nie noch mehr!
Guck mal, da ist ja hier auch alles lose. Ja. Oh, welches hier mach ihn ganz kaputt. Was? Der ist doch schon kaputt. Du erklärst Jochen das gleich. Dass hier kein Spiel stattfinden kann. Und ich auf dem Hauptplatz nicht spielen kann, weil ich den hier noch nicht gemäht habe. Warum kann ich den nicht mähen? Weil es so geregnet hat, weil er so nass ist. Aber du machst das alles extra. Die Zuschauer müssen auch verstehen, liebe Zuschauer. Der Hauptplatz ist so nass, da können die nicht drauf spielen. Und warum nicht? Ich kann da nicht mit meinem Trecker drauf. Das ist so. Der drückt das Ganze weg und dann hast du richtig dicke, tiefe Rillen. Und gestern war der Platz ja noch gesperrt, also heute Trainingsplatz. So, und darf ich jetzt weitermachen? Sonst brauche ich da nicht weitermachen. Dann kann ich nämlich auf mein Fahrrad setzen und ganz schnell nach Hause, weil Jochen gleich kommt. Du bist ja jetzt schon wieder jeden Tag am Film. Jeden Tag. Dass ja. Die noch mehr sehen, dass jeden Tag Fusch kommt. Ja, das ist auch interessant, jetzt mal für die Zuschauer zu sehen, dass wir die Videos jeden Tag drehen. Und dann sammeln wir das und dann gibt es mittwochs und sonntags um 18 Uhr die Videos. Also es ist nicht nur ein Projekt, sondern das, was die ganze Woche über passiert. Ja, wir sind ja dauernd Projekte. Ja. Dann hast du ein Projekt abgeschlossen, dann meinst du, Gott sei Dank, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Nee, da kommt das nächste Problem schon wieder. Was ist denn hier passiert, Udo? Wo? Hier. Ich sehe nichts. Was? Die Steifen. Ja, das ist doch ganz logisch, wenn du da wegfährst. Dann hast du Farbe vorne an den Rollen. Ja. Und der drückt dann auf den Platz. Das ist ganz logisch. Aber das ist bei dem da hinten ja nicht. Nee, weil ich von daher auch hierher gefahren bin. Du. Oh, ich dreh hier am Rad. Geh da weg! Siehst du, und jetzt bräuchtest du eine Klingel, Udo. Ich brauch keine Klingel. Du siehst mich doch. Da kannst du doch noch weggehen. Harald. Nein, ich nehme noch eine Frage. Udo ist ja gerade mit seinem Markierwagen unterwegs. Okay, ja. Und dann habe ich ihn mal auf den orangenen Markierwagen angesprochen. Du bist Ärger, ne? Oder? Das war doch zu deinen Vorstandszeiten. Genau. Und Udo wollte den unbedingt haben. Der hat irgendwie 800 Euro gekostet. Und er sagte, die Rolle wäre kaputt gewesen. Dann habe ich gesagt, das stimmt doch gar nicht. Harald hat den mit nach Hause genommen. Genau. Hat meine Frau komplett wieder gereinigt, so gut wie es ging. Aber ich glaube, der war nie richtig zusammengebaut. Jedenfalls, das Ding. Wir haben es wieder halbwegs einsatzfähig gemacht. Aber er hat ihn nie wieder benutzt und irgendwann ist er. Ja, nee, ich weiß es nicht. Was lange hält, bringt mir kein Geld. Nee, Jan Nee, ist er Schrotthändler? Ja, genau. Jan Nee, was ewig hält, bringt nee kein Geld. Ja, genau. Und der hat sich dann reich gestoßen an das Ding. Moin, Udo! Ja! Ich hab doch nur Moin gesagt. Ja, ich sag auch Moin. Moin! Mann, oh Mann, oh Mann. Lass sie jetzt. Das ist schon cool. Ja. So, Linien sind gezogen. Das Jugendspiel kann stattfinden. Jetzt muss ich gleich noch hin bei dem Winkel. Den tue ich erstmal mit Panzertape verarzen. Und dann machen wir den zum Sonntagvideo fertig. Okelidokeli. Was sagt denn Okelidokeli? Warte, komm her. Sag doch einfach Okidoki und dann ist das gut. Da du hat gerade übrigens wieder angerufen. Ja. Du hast ja wieder eine halbe Marzipan-Torte auf dem Leben liegen. Nee, das ist Qualle, ist das Quille. Oder wie? Qualle. Quille, ne? Warst du an der Nordsee am Schnorcheln oder war mit offenem Mund? Jetzt werdet ihr live erleben. Jetzt bin ich kurz vor der Kernschmelze. Der liebe Jochen hat sich gemeldet. Jetzt hört genau an. Du, Udo, der Spöln ist dann da. Du brauchst auf der ODB. Ich hab mich für seine Spöln ist dann da. Er hat gesagt, übersetze es. Udo, du brauchst da heute nicht bei, die spielen jetzt Donnerstag. Ich hab mich versehen. Die spielen nicht heute, die spielen jetzt Donnerstag. Und ich mach das hier wie so nie fett, so schnell fertig. Warte, lieber Jochen. Und Jochen, ganz ehrlich, weißt du eigentlich, was das kostet, so Farbe verkleben? Ja, nee, das weißt du sicher, ne? Vielen Dank für die Nachricht. Anstatt 5 Minuten eher zu antworten, als ich oben noch gewartet habe. Nee, da hast du nicht geantwortet. Aber dann, wo ich denn fertig bin, dann antwortest du. Vielen Dank, Jochen. Du bist der Liebste. Udo, du musst noch eben sagen, dass die Zuschauer auf Gefällt mir drücken müssen. Das ist mir doch egal, ob die Gefällt mir drücken. Der liebe Jochen, der drückt auch nicht auf Gefällt mir. Das ist aber wichtig, dass die Zuschauer jetzt alle einmal auf Gefällt mir klicken. Liebe Zuschauer. Ich habe letztes Mal wirklich gesehen, nach 3 Stunden hat das Video 40.000 Aufrufe, also 40.000 Leute haben es gesehen und nur 3.000 haben auf Gefällt mir geklickt. Und wenn jetzt alle auf Gefällt mir klicken, dann haben wir 40.000, die Gefällt mir drücken. Also Leute, klickt auf Gefällt mir. Liebe Leute, ich werde für euch einen Samba tanzen, wenn ihr auf Gefällt mir drückt. Versprochen. Was eine Aktion von Jochen. Ja, aber kannst du nicht erfinden. Also wir sehen uns Mittwoch wieder, Sonntag. Sonntag heute wieder. Ist ja Dienstag, morgen ist Mittwoch. Ja. Ja, warte, da gibt gar keinen Sinn. Der Zuschauer schaut jetzt zu, das ist jetzt ja gerade Mittwoch. Also wir sehen uns Sonntag wieder mit Geschichten vom Sportplatz. Steht eine Menge an, ne? Wir müssen das Tor auch reparieren. Ja. So was von Schnecken. Jochen, Alter, du Glück, dass Udo nicht mehr hier ist. Hat er schon im Telefon geschrien. Der ist richtig sauer. Ja, aber gut, dass er weg ist, ne?
Die Kamera lieber aus und du fährst mal besser nach Hause, bevor Udo kommt. Ich gebe noch 9 Euro für die OK.